und herzlich willkommen. Ja, ihr seht richtig, es ist T-Shirt-Wetter und das am 31.12.2022. Was meinen wohl die Winterpilze dazu? Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Kommt doch einfach mit. Hier bin ich nun an unserer ersten Fundstelle angelangt und schaut doch mal. Na, das hier sieht doch schon recht vielversprechend aus, oder? Wunderbare Austernseitlinge, so soll das sein. Und diese sind schon alt genug zum Ernten und das wird auch ein wunderbares Silvesteressen heute mit Austernseitlingen. Und immer büschelig entnehmen bitte das Ganze, wenn es geht. So ein bisschen, ja, drehen. Opa, naja, war ein bisschen viel. Und hier die Austernseitlinge nochmal von unten. Wunderschön. Hier seht ihr auch sehr schön mal ein Exemplar, was ich nicht mehr mitnehmen würde, was mir einfach schon zu alt ist und überständig. Das seht ihr auch an diesem gewellten Rand hier. Das wäre jetzt nichts mehr. Das darf aussporen. Aber so gefällt mir das natürlich. Der ist perfekt. Der darf mit. Gut, ich werde jetzt erstmal ein bisschen ernten. Und hier, das möchte ich euch nochmal zeigen, bevor ich es ernte. Schaut immer, wie gesagt, unter die Baumstämme. Hier ist wieder so ein klassisches Beispiel. Da sind gerade die besten Exemplare zu finden. Hier, jung, knackig. Da ist auch nicht der Regen dran gekommen. Das heißt, die sind wirklich auch von der Konsistenz perfekt. Die werde ich natürlich mitnehmen. Und gleich nebenan am Nachbarbaumstamm schauen mich doch auch noch ein paar leuchtende gelbe Pilze an. Upsala, ne? Gut, die haben sie echt hier unten versteckt. Prima, ich habe euch trotzdem gesehen. Schaut euch das an. Wunderbare Samtfußrüblinge. Habe ich sie alle erwischt? Ja. Prima. Die kommen natürlich mit und gleich daneben sind unsere Freunde, die Judasohren. Die sind mir aber noch ein bisschen klein, da schaue ich nochmal nach, vielleicht gibt es noch andere. Und hier geht es auch schon weiter mit den Samtfußrüblingen. Da ist noch einer, ui, da müssen wir erstmal putzen. Und hier habe ich auch schon die nächsten Exemplare entdeckt. Schaut euch das doch mal an. Wunderschön. Ich lasse sie aber noch mal hier stehen. Meine Tour geht ja noch ein bisschen weiter. Mal sehen. Aber das ist natürlich perfektes Alter, könnte man schön Traubenartig entnehmen, dann hätte man eine ganze Mahlzeit. Und warum ich diese Tip-Top-Pilze gerade nicht mitgenommen habe, zeige ich euch jetzt. Denn hier warten noch größere Exemplare auf mich und die sind natürlich zuerst erntereif. Da hat man echt keine Fragen mehr, glaube ich. So. Da unten verstecken sich alle. Und hier geht's weiter. Die sind knackig und fest von der Konsistenz her. Prima. Für alle, die sich mit Austernpilzen noch nicht auskennen, Austernpilze sind wunderbare Speisepilze, sehr vielseitig anwendbar, wie ich finde. Also die hat man nicht so schnell über. Vielleicht Maronen oder so, da reicht mir schon das zweite, dritte Gericht, dann kann ich die nicht mehr sehen. Aber hier bei den Austernpilzen muss ich sagen, die sind so vielseitig verwendbar. Sie können gerade in der Größe jetzt hier, können sie perfekt als Schnitzel paniert werden. Wir haben auch die Empfehlung bekommen, sie einfach in Mehl zu wenden und dann zu braten. Das werden wir auch probieren.
Und man kann auch Pilzgulasch machen. Jetzt kriege ich langsam Hunger. Ich höre auf, oder auch in Suppen sie zu verwenden. Also da gibt es diverseste Varianten und sie haben einen sehr, sehr angenehmen Geschmack. Und hier wirklich wunderschön. Eine richtige Traube, wie ihr sehen könnt. Alles aus einer Stielbasis haben diese ganzen kleinen Pilze hier. Prima. So, jetzt werden wir die mal zusammen entnehmen. Ja, das kriege ich mit der Hand gar nicht so richtig hin. Und hier, jetzt werden wir sie einfach abschneiden. Super. Hier, seht ihr das? Einfach wunderschön. Und hier könnt ihr auch mal sehen, wie groß diese Austernseitlinge werden können. Also Handteller groß ist der hier auf jeden Fall. Wirklich ein wunderschönes Exemplar. Aber ihr seht, am Rand wird er schon langsam ein bisschen dunkel. Deshalb, der bleibt auf jeden Fall hier. Soll ja auch weiter ausspuren. Wir möchten auch nächstes Jahr wieder Pilze hier haben. In dem Alter hier zum Vergleich mal. Da nehme ich sie natürlich gerne mit. Das gefällt mir dann doch noch besser von der Konsistenz her. Der hier schon ein bisschen, naja, logischerweise aufgrund der Größe schon ein bisschen labbrig am Rand. Aber das ist einfach wirklich, den könnte man natürlich locker noch essen. Ich möchte bloß nicht alle Pilze entnehmen. Wie gesagt, wir wollen ja auch weiterhin noch viele Pilze hier ernten. Und die kommen dann in ein paar Tagen dran. Also da gibt es auch noch genug. Hier vorne sind auch noch welche, die gerade im Wachstum begriffen sind. Die schaue ich mir dann in, ja, ich würde sagen, in einer Woche vielleicht oder 3-4 Tage sollte man den auf jeden Fall mindestens geben. Wenn jetzt die Temperaturen wärmer sind, könnten die natürlich jetzt relativ schnell noch wachsen. Was man auch sieht, ich habe jetzt gar keine jungen, ganz, ganz kleinen Spuren, die ich sehe von Pilzen. Logischerweise, es ist für Winterpilze einfach zu warm, wenn es jetzt 20 Grad sind. Und hier habe ich gerade einen anderen Pilz gesehen. Das ist kein Austernseitling, sieht man nämlich, wenn man ihm mal unter den Hut schaut. Das ist ein Porling. Seht ihr das? Also auch die Porlinge wachsen jetzt bei den Temperaturen wieder sehr gut, so wie es aussieht. Und hier, das möchte ich euch nur noch mal zeigen, wunderschöne Trameten. Der ganze Baumstamm ist komplett voll davon. Und schaut euch das an, was ich gerade entdeckt habe. Die sind zwar nichts mehr wahrscheinlich zum Entnehmen, nein, das nicht. Aber tatsächlich Semmelstoppelpilze. Wer hätte das gedacht? Also das sind wirklich die Nach-Nach-Nach-Zügler. Und hier an dem Baumstamm habe ich noch ein paar wunderschöne Samtfußrüblinge entdeckt. Da geht's weiter. Die sind mir aber noch zu klein, die lasse ich noch stehen. Und auch hier wunderschöne Spuren, wunderschöne Samtfußrüblinge. Da verstecken sich auch noch welche. Oh, und das mit den Samtfußrüblingen, das geht weiter. Hier an einer noch stehenden Buche, da sind auch noch welche. Für mich sind die aber einfach noch zu klein. Ich kann alle Merkmale noch nicht richtig erkennen. Also den dunklen Stiel, ja auch die klebrige Konsistenz hier. Also für mich ist das noch nicht eindeutig. Auch ich bin mir zwar relativ sicher, dass es Samtfußrüblinge sind, aber bitte vergleicht immer alle Merkmale und lasst die Pilze auch bitte so groß werden, damit ihr die überhaupt sehen könnt. Und ich mache das auf jeden Fall. Hier in ein paar Tagen schauen wir uns dann die nochmal an.
ich habe mein Ziel erreicht. Der Pilzkorb ist voll. Hier das Ergebnis. Ich denke, das lässt sich doch sehen. Wir brauchen immer nur so viel ernten, wie wir auch essen können. Wir wissen ja, wo die Pilze stehen und hol sie dann immer wieder frisch nach. Also, erfolgreiche Pilztour am 31.12. Prima. Pilze! Pilze, sagt meine Tochter. Tatsächlich. Die sind direkt am Boden. Jetzt müssen wir doch mal hier schauen. Ich dachte nicht mit rechten Dingen zu. Aha, da hat sich der Baumstamm unter dem Laub versteckt. Jetzt erklärt sich einiges. Und die Kandidaten hier, denen kann ich auch besser vertrauen. Nehmen wir sie mal raus und schauen wir sie uns an. Da, wunderschöne Enoki. Die gefallen mir gut. Prima. Da hat meine Tochter wirklich ein tolles Pilzgespür für die richtigen Pilze. Lassen wir sie noch mal ein bisschen weitersuchen. Wir haben heute übrigens auch ein mobiles Transportmittel für unseren Pilzkorb. Schaut euch das an. Sehr komfortabel, so ein Dreirad. Da fahren die Pilze heute mit dem Dreirad nach Hause. Was für ein aufregendes Jahr 2022. Wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlich bei allen Zuschauern und allen Abonnenten unseres Kanals Unglaubliche Pilze bedanken. Vielen Dank für eure tollen Kommentare. Vielen Dank für eure Ideen, Einfälle, die ihr mit uns geteilt habt, die wir auch immer versucht haben mit umzusetzen und wo wir extra nochmal in den Wald sind, um uns das nochmal genauer anzusehen, was ihr im Video viel besser gesehen habt als wir vor Ort und live, wenn wir filmen. Deshalb, ja, vielen Dank dafür und wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und natürlich viele spannende, tolle Videos werden euch 2023 auch weiterhin bei unserem Kanal Unglaubliche Pilze erwarten. Viel Spaß beim Anschauen. Bis 2023!